Auch wenn ich die erste Frau in diesem Amt sein mag, werde ich nicht die letzte sein. Ein Satz, der nicht nur allen Frauen in Amerika, sondern auf der ganzen Welt Mut macht. Kamala Harris hat es geschafft. Sie wird bei ihrem Amtsantritt im Januar 2021 Geschichte schreiben und als erste Frau und Woman of Color im Amt als amerikanische Vizepräsidentin antreten. Immer an ihrer Seite ihr Mann Douglas. Seit 2014 ist die sympathische Staatsanwältin mit dem gelernten Anwalt verheiratet. Dass sie auch 6 Jahre später noch überglücklich miteinander sind, macht sie nun mit diesem Posting deutlich. Lernt die Liebe meines Lebens kennen, Douglas Emhoff. In einem weißen Hosenanzug und einem strahlenden Lächeln steht sie dabei neben Douglas, dem ersten Second Gentleman Amerikas. Sie führen eine erfüllte Ehe, das zeigen Kamala und Douglas immer wieder auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts. Dass die Fans der Demokratin das mehr als erfrischend finden, machen die Kommentare unter ihrer neuesten Aufnahme deutlich. Endlich wieder eine gesunde Ehe im Oval Office, kommentiert ein User, ein anderer ergänzt, und endlich heißt es wieder Händchen halten im Weißen Haus. Mit dieser Aussage spielt der User auf Melania und Donald Trump an. Melania zeigt bei öffentlichen Auftritten immer wieder, dass sie kein großer Fan von Händchen halten und ihrem Ehemann ist. Kamala und Douglas hingegen scheinen gar nicht genug voneinander zu bekommen und erwärmen mit solchen Aufnahmen nicht nur unsere Herzen.